Zweimal im Jahr fahren die Profis in Tracht mit dem Mannschaftsbus zum Oktoberfest und zur Meisterfeier auf den Rathausbalkon. Gut, letzteres nicht immer, aber immer öfter. Zum vierten Mal in Folge bekanntlich forever number one. Noch einmal die Möglichkeit, ein bisschen die Augen zuzumachen. Die Meisterfeiernacht war grandios und sagen wir unterschiedlich lang oder kurz. Die Sonnenbrillenträger waren aber auf jeden Fall in der Unterzahl. Die letzte Fete jedenfalls gehört den Fans, die nur auf Javi Martinez verzichten mussten, der nach einem Schlag auf das Sprunggelenk im Training unter der Woche geschont und intensiv behandelt wurde, um für das Pokalfinale keine Zeit zu verlieren. Alle anderen deutschen Meister bei den Männern und den Frauen feierten mit den gut 15.000 glücklichen Fans. Ist immer was Besonderes auf jeden Fall. Und für solche Momente, glaube ich, arbeitet man das Ganze ja sehr hart und das ist wirklich so ein schönes Gefühl, das man so nicht beschreiben kann. Wir können heute schon Vollgas geben. Die Mädels, die spielen morgen noch um 2. Also Kind, komm! Er ist der Bruder vom Alaba. Schau, ich, manchmal ich weiß nicht, wenn es Alaba oder Kind kommt. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Viel Glück. Dann machen wir so zusammen. Helf mir bitte. Volare, oh, cantare.